Dieses Erbmaterial befindet sich in unseren Zellen und wir isolieren das meist aus den Blutproben. Hier geben wir jetzt Alkohol drauf, entziehen damit der DNA das Wasser und dann flockt die so wunderschön aus. Vielleicht können Sie es sehen, dass hier ein weißer Faden drin ist. Das ist wirklich das Erbmaterial isoliert aus unseren Blutzellen. Mit Hilfe der DNA-Sequenzierung wird die genaue Abfolge der Basen Adenin, Guanin, Cytosin und Thymin ermittelt und so das Erbgut entschlüsselt. Dieses Erbmaterial befindet sich in unseren Zellen und wir isolieren das meist aus den Blutproben. Hier geben wir jetzt Alkohol drauf, entziehen damit der DNA das Wasser und dann flockt die so wunderschön aus. Vielleicht können Sie es sehen, dass hier ein weißer Faden drin ist. Das ist wirklich das Erbmaterial isoliert aus unseren Blutzellen. Mit Hilfe der DNA-Sequenzierung wird die genaue Abfolge der Basen Adenin, Guanin, Cytosin und Thymin ermittelt und so das Erbgut entschlüsselt. Dieses Erbmaterial befindet sich in unseren Zellen und wir isolieren das meist aus den Blutproben. Hier geben wir jetzt Alkohol drauf, entziehen damit der DNA das Wasser und dann flockt die so wunderschön aus. Vielleicht können Sie es sehen, dass hier ein weißer Faden drin ist. Das ist wirklich das Erbmaterial isoliert aus unseren Blutzellen. Mit Hilfe der DNA-Sequenzierung wird die genaue Abfolge der Basen Adenin, Guanin, Cytosin und Thymin ermittelt und so das Erbgut entschlüsselt.